Moin Moin und damit willkommen zurück zu Paper Mario 2, die Legende vom Äonentor. Ja, liebe Freunde, im letzten Part haben wir uns ja weiter schön die Insel hier angesehen, haben gewissermaßen Bartom gerettet. Er ist nun Teil des Teams geworden und wir haben es geschafft, diesen Höhleneingang gewissermaßen freizusprengen. Ja, liebe Freunde, ihr seht schon, tatsächlich heute zuerst mal mit Gumbrina wieder, denn der gute Krace ist heute leider nicht da, weil ihm geht es nicht sonderlich gut. Und ja, gute Besserung an dich, mein Lieber. Und ich hoffe doch sehr, dass du bald wieder mit am Start sein wirst. Aber genug davon, liebe Freunde, ich würde sagen, wir gehen hinein und Tag, Monat, furchtlos ist Mario in die Höhle eingedrungen. Gibt es den Schatz des Piratenkönigs wirklich? Mir bleibt nichts als warten. Und ja, liebe Freunde. Leider muss ich gestehen, diese Folge und die nächsten drei habe ich eigentlich schon mal aufgenommen. Nur leider muss ich dann feststellen, dass die KBPS, falls sie euch was sagen, dass sie verdammt niedrig eingestellt waren, wodurch diese Aufnahmen hier nicht wirklich sonderlich gut aussahen. Und mein letzter verfügbarer Speicherpunkt, den ich hatte, ja, der war halt einfach mal vor der Bar, wo dann der gute Krace mit in Erscheinung getreten ist. Ich muss also ernsthaft nochmal bis hierher durchspielen und die ganzen Level-Ups auch nochmal nachholen. Aber genug davon. Jetzt bin ich zum Glück wieder hier. Jetzt kann es weitergehen. Und kehrt um. Kehrt um. Genau, liebe Freunde. Und zukünftig wird sich tatsächlich auch bei meinem Channel jetzt wieder etwas verändern. Zumindest was die Aufnahmen betrifft. Denn ich habe mittlerweile hier ein bisschen herumgespielt. Und kann nun auch während einer Aufnahme quasi das Gameplay pausieren. Welchen Zweck das haben wird, liebe Freunde? Ich denke mal, das werdet ihr sicher noch zu Gesicht bekommen. Denn bevor ich es lange erkläre, zeige ich euch das besser. So. Genau, eigentlich habe ich die ganzen Biester schon gescannt. Aber naja, für euch mache ich es noch ein zweites Mal. Das ist ein Hothead. Hotheads sind eine Art Feuermonster. Maximal KP 6, Angriffskraft 4, Verteidigung 0. Abgesehen von KP und Angriffskraft sind Hotheads der kalten Blut sehr ähnlich. Deshalb solltest du sie auch nicht berühren, du würdest dich verletzen. Und du solltest sie auf gar keinen Fall mit Feuer angreifen. Das ist mein voller Ernst. Aufgrund ihrer feurigen Natur fürchten sie Eis und Wasser. Auch Bomben zeigen bei Hotheads eine gute Wirkung. Dafür ist Verteidigung besonders wichtig, sonst setzen sie dich in Brand. Danke für den Ratschlag, meine Gute. Achso, stimmt, das kann ich euch gleich auch nochmal zeigen, liebe Freunde. Denn durch das Leveln habe ich jetzt somit einen weiteren Kraft-Plus-Orden aktivieren können. Genau, Angriffswert für Sprung und Hammerattacken steigt nochmals um 1. Genau, und jetzt habe ich noch den zweiten Herzlein B-Orden aktiviert. Und tatsächlich erstmals auch den Multisprung für Mario. Ja, muss man schauen, wie sich das Ganze noch auswirken wird. Wir finden hier direkt mal eine Insignie. Und jetzt, liebe Freunde, kann ich euch mal zeigen, was ich mit Aufnahme pausieren meinte. Bis gleich. So, und da bin ich auch schon wieder. Ey, so gut, dass ich das gemacht habe, liebe Freunde. Denn das waren einfach mal 4 Hotheads. Ja, ihr merkt schon, liebe Freunde. Denn für die Zukunft möchte ich auf jeden Fall den Weg gehen, dass ich nervige Sachen zukünftig eher lieber gerne skippen würde. Wie zum Beispiel lange Fußwege. Oder auch zum Beispiel lange Autofahrten. Oder auch allzu lange Kämpfe. Das dient halt für mich einfach dem Sinn und Zweck für euch, dass halt, wie gesagt, nervige Sachen übersprungen werden und
dass ich euch so noch mehr Gameplay zeigen kann und alles. Und ich hoffe, euch gefällt mein neuer Weg, den ich nun gedenke zu gehen. Und ja, also ich find's auf jeden Fall an sich eine tolle Neuerung. Hätte ich das nur sehr so viel früher gewusst, liebe Freunde. Wirklich. Ah! Stimmt, die habe ich vergessen, liebe Freunde. Das ist ein Kugelwilli. Kugelwillis werden von Willi-Kanonen verschossen. Maximal KP 2, Angriffskraft 4, Verteidigung 1. Kugelwillis greifen frontal an, wenn du sie nicht vorher ausschaltest. Danke für den Ratschlag. Ich lasse Umbrina auch gleich mal draußen. Denn dann kann ich gleich einmal schauen, ob da vielleicht auch so eine Art Kanone ist. Ach Mist. Aber ja, liebe Freunde, sowas meinte ich halt mit nervig und skippen. Na, ich schau mal, vielleicht versuche ich gleich auch nochmal einen Multisprung auszuführen. So, hab ich euch. Okay, nee, warte mal. Dann setze ich auf jeden Fall erstmal Scanner ein. Das ist eine Willi-Kanone. Von diesen Kanonen werden die Kugelwillis abgeschossen. Maximal KP 5, Verteidigung 2. Sie greifen nicht selbst an, schießen aber immer neue Kugelwillis ab. Die solltest du so schnell wie möglich zerstören. Ansonsten wird das echt nervig und spamtastisch. Oh ja, und wie es das wird. I understand. Ja, aber so gut ist das eigentlich dann auch nicht, der Multisprung. Also, da habe ich mir schon Besseres erhofft. Und 2 BP ist es definitiv nicht wert. In der Früh wäre das gut gewesen. Wären da zum Beispiel Gegner gewesen, 2 Stück, die jeweils 2 KP hatten. Und Mario hätte 2 Damage gemacht, dann wäre das gut gewesen, ja. Ich muss mal kurz schauen. Oder soll ich den Power Dots mal probieren? Ich probiere den mal, liebe Freunde. So. Bam. Hi. Seid ihr friedlich? Doch, ihr seid diese Bob-Bombs aus Super Mario 64. Habe ich recht? Scanner. Sag mir was über sie. Das ist ein Grob-Bomb. Grob-Bombs sind eine Art Bomb-Bomb, aber groß. Maximal KP 6, Angriffskraft 2, Verteidigung 1. Sie greifen nicht an, sondern explodieren ganz einfach nach einer Weile. Das Problem ist, dass wir dabei auch Schaden nehmen. Und wenn sie sich aufladen, steigt die Angriffskraft bis auf 8 an. Feuerattacken und Bomben lassen sie sofort explodieren. Du solltest dir gut überlegen, ob du lieber kämpfen oder fliehen willst. Das geht schon mit Kämpfen, alles gut. Genau, und eine weitere gute Sache hat es auch, liebe Freunde. Denn ich habe mir jetzt endlich mal schön aus Rohlingen den Zauber geholt, der während eines Kampfes Angriff erhöhen kann, Verteidigung, nach einem Kampf die Münzen verdoppeln oder verdreifachen kann oder auch doppelte Sternpunkte.
Genau, das als weitere kleine Änderung zukünftig. Ach, die kennen wir ja schon. So. Alright then. Dann mal weiter mit uns. Hä? Das sieht doch ein bisschen verdächtig aus, oder? Bart Omp, dein Einsatz. So geht's natürlich auch. Besten Dank, mein Bester. Eine weitere Insignie. So, und ich hol's auf jeden Fall schon mal wieder Gumbrina. Für diesen guten Boy hier. Komm mal runter. Doch nicht so, Alter. Okay, es sind nur zwei. Ja, Tatsache, die haben wir noch nicht gescannt. Das ist ein Parakäfer. Parakäfer sind Käfer mit Flügeln. Maximal KP 5, Angriffskraft 3. Verteidigung 4. Genau wie normale Käfer. Feuerattacken und Bomben haben keine Wirkung auf diese Biester. Aber wenn du sie umkippst, sinkt ihre Verteidigung auf 0. Das ist deine Chance. Das ging daneben. Na, braucht's nicht wirklich. Ich sagte doch, braucht's nicht wirklich. Warum kriege ich eigentlich jetzt, ausgerechnet jetzt, wo man's nicht gebrauchen kann, ein Bingo, ey? Ja, ihr mich auch, ey. Ja, und da kann ich mir auch schon denken, was hier gefragt ist. Let's rock. Sehr schön. Kehrt um, Eichet, kehrt um. Geht nicht weiter, ihr seid verloren. Sollen wir jetzt Angst bekommen, oder was? Da können auch die Bonbons nichts dran ändern. So. Ah, okay. Ich hab euer Spielchen durchschaut. Bisschen so sass aus. Oh nein. Wartet mal, Freunde. Weil das Ding da geht so weit hoch, die Kiste. Wollen doch mal sehen, was, ob da vielleicht nicht auch was ist. Ey. Was ist das denn? Okay, das ist dreist. Die kann man wirklich übersehen. Ja, da mal her damit. Ey, von der wusste ich gar nichts, Freunde.
als ich die Folge zum ersten Mal aufgenommen hatte. Nein! Ich habe die gewissermaßen übersehen, die Insignie. Noch ein weiterer guter Grund, das hier nochmal aufzunehmen, ey. Ich habe keine Ahnung, was uns hier erwarten wird, aber wir sperren jedenfalls mal die Tür auf. Oh nein! Die Chance erspare ich euch mal, liebe Freunde. Bis gleich. Oh. Uiuiui, waren das einige Gegner. Und den nehmen wir gleich einmal mit, liebe Freunde. Wie gesagt, da ich die Folgen ja quasi schon mal einmal aufgenommen hatte, weiß ich ja so ungefähr, wo was war und was zu tun ist. Das ist mir auch schon in der ersten Aufnahme passiert, dass ich das nicht im First Try geschafft habe. Und jetzt wird's pervers, liebe Freunde. Das hier wird jetzt richtig pervers. Das ist so eine Scheiße, Alter. Also beim ersten Versuch habe ich es im First Try geschafft. Wir sehen uns gleich drüben. Ja gut, hätte ich gar nicht mal pausieren müssen. Das war zu obvious. Achso, nicht wundern, liebe Freunde, der hat die Aufnahme nicht weitergeführt. Aber hier war auf jeden Fall ein versteckter Block und hier oben eine Insignie. Dass ihr da dann auch drüber Bescheid wisst. Ich habe die jetzt gewissermaßen offscreen eingesammelt. Und da wartet auch schon der nächste Gegner. Oioioi, gerade noch im Kampf, aber Zauber verdoppelt Sternenpunkte für uns. Nice. Seht ihr den Zauber jetzt auch mal in Aktion? So. Du wärst damit auch raus aus dem Spiel. Was? Nein. So, jetzt. So will ich das. Wichser, Alter. Na, warte. Uiuiui. Wir stehen kurz vor Level Up, liebe Freunde. Ja, ich muss überlegen, was ich erhöhen möchte. Aber wahrscheinlich werde ich wieder die OP nehmen. Vielleicht auch KP. Mal sehen. Bis gleich mal wieder. So, geschafft. Und das auch, liebe Freunde. Level up! Ne, auf jeden Fall nehmen wir erstmal die OP wieder. Oh nein.
Das war ein Fail, liebe Freunde. Ich hätte BP nehmen sollen, davon hatte ich nur 15. Und die schalte ich auch einmal kurz aus. Ja. Das war definitiv ein Fehler, liebe Freunde. Deshalb schaue ich einmal kurz was anderes. Tut mir nichts, Herzlein. Habe ich hier irgendwas Gutes sonst noch? Nee, leider nichts, was mit BP zu tun hat. Ja gut, dann muss ich bis zum nächsten Level Up mit 15 BP auskommen und... Uiuiui, was für Kämpfe, ey. Und das waren sogar 4, ey. Oh! Wir scheinen wohl nun da zu sein, liebe Freunde. Oder? Kennen wir das Spielchen nicht schon zur Genüge? Oh Mann, ey. Oh, Nanu? Auch in der Höhle gibt es Engel. Ich dachte schon, nie würde jemand kommen. Gruppe, spar dir einfach die Chance und bring es hinter dir, wirklich. Was? Ich soll mir das Gerede sparen und dich endlich verfluchen? Ja. Wäre, glaube ich, besser, weil wir kennen schon zur Genüge. Aber, woher wusstest du das? Aber reg dich nicht auf. Lass mich einfach in Ruhe meinen Text aufsagen. Ich war verdammt lange in dieser Kiste und es war ziemlich öde, so ganz allein. Was? Du hast vor mir schon drei andere Geister getroffen? Du kennst das ganze Prozedere schon auswendig? Mann, was soll das? Du bist auch ein ziemlich kranker Typ, oder? Schon gut, verstanden. Dabei hatte ich mich so auf dein dummes Gesicht gefreut, wenn du die Truhe öffnest. Also gut, bring mir ganz einfach den Schlüssel. Du weißt ja, wie er aussieht. Im Moment haben ihn die Geister, die gleich erscheinen. Mach sie ganz einfach fertig. Ja, viel Glück also. Ja, bis gleich. So, der Gegner wäre damit Geschichte. Ein Superpilz erhalten. Senkt die Angriffskraft um 1, erhöht die Verteidigung um 1. Oh, Moment, Freunde, ich habe eine andere Idee. Bezüglich der Orden. Kleinen Moment. Das ist Mist, das lege ich einmal wieder ab. Wo ist er, wo ist er? Da, Elektriker. Ein kleines Stück Glück zu Beginn eines Kampfes. Ich weiß nicht genau, was das bewirkt, aber... Ich lege es mal an. Das lege ich auch an. Na super, passt. So können wir arbeiten. Ist hier aber noch irgendwas zu holen? Oder war es das wirklich jetzt? Warte mal, ich zieh mal kurz meine Kamera da weg. Nö, da ist auch nichts. So, mein Bester. Sehr schön, sehr schön. Den Schlüssel hast du also. Dann läuft dir jetzt die Truhe. Damit die Chance noch ein weiteres Mal beginnen kann. Also, ich fange an. Du kennst das ja schon. Zur Genüge. Also. Oh, na. So, bist du also auf meine Liste hereingefallen. Du armer Tor. War doch gut, oder? Also, ich werde über dich einen schrecklichen Fluch verhängen, du armer Tropf. Du wirst bereuen, meine Truhe geöffnet zu haben und jetzt sei verflucht. Aha, du bist verflucht durch deine eigene Dummheit. Und, wie war ich? Hat dich wehgetan, oder? Haha, binde dich in Schmerz. Drückst du jetzt Y auf dem entsprechenden Rampen, wirst du zum Papierboot. Echt grausiger Fluch. Zunächst solltest du üben. Für Menschen ist es wichtig, immer Neues zu lernen. Betritt so eine Schiffsrampe, so wird sie aufleuchten. Ja, so ist es gut. Und jetzt drück Y, du wirst zum Papierboot. Ja, durch deine eigene Schuld. Schrecklich, oder?
In diese abstoßende Gestalt verwandelst du dich. Und du kannst dich über Wasser bewegen. Alle werden dich für einen Freak halten. Aber abgesehen davon bleibt alles wie es ist. Ist ein eher harmloser Fluch. Du kannst dich als Boot mit steuern. Gute Reise, Papierschiff. Coole Sache. Wieder normal zu werden, drückst du nahe einer Schiffsrampe wieder Y. Probier es einfach mal aus. Ja, coole Sache. Na also, klappt doch. Hast du verstanden, wie der Fluch funktioniert? Klar. Und so ziehe von dannen, Tor. Danke. Und wie war ich? Ja. Wie gesagt, wir kannten die Chose ja schon. Vielleicht ist dieser Geist ganz nett. Wer weiß, wer weiß. Ja, dann testen wir das Ganze nochmal, liebe Freunde. Aber endlich können wir diese ganzen Plattformen hier nutzen. Da gab es auf der Welt auch genug davon. Und ich weiß auch tatsächlich schon, wo die nächste ist, liebe Freunde. Wir sehen uns gleich an der entsprechenden Location wieder. Also, bis gleich. So, und da sind wir auch schon. Echt eine schöne Neuerung, wie ich es hier gerade eingestellt habe, wirklich. Also mir gefällt's. So. Okay, hier haben wir schon mal nichts. Fahren wir erstmal rüber auf die andere Seite. Ah, was haben wir denn hier Schönes? Verteidigung deines Partners steigt um 1. Orden Verteidiger B erhalten. Wie viel kostet denn der? Ja, der kostet 5. Ich habe leider 0 gerade. Ja, aber fürs nächste Mal hatte ich ja eh vorgehabt, erstmal Blütenpunkte zu erhöhen. Und dann erst wieder die OP. Hier schon mal nix. Ich kann mir denken, wo es hingeht, liebe Freunde. Zu Anfang haben wir auf einem versunkenen Schiff ein Item gesehen. Das müsste sogar tatsächlich in dieser Richtung hier gewesen sein. Na? Ja, aha, da ist es. Kurbel erhalten. Muss ich ja mal schauen, kommen wir hier wieder runter, oder? Ja doch, geht. Yoshi! Ja, Grace ist nur partner-tastisch heute da, aber nicht kommentar-tastisch. So. Und ich weiß auch schon direkt, wo wir die Kurbel benutzen sollen. Beim ersten Mal hat es natürlich gedauert, bis ich es entdeckt habe. Machen wir es einfach so. Hier brauchen wir die nämlich, liebe Freunde. Kehrt um! Kehrt um! Psst, hast du das gehört? Hier sind garantiert irgendwo Geister. Das ist schön.
Das wird sich noch zeigen, mein Guter. So, Freunde. Schreibt doch sonst gerne in die Kommentare persönlich, wie ihr jetzt meinen neuen Weg findet, auch mit dem Pausieren und so. Ich muss sagen, eine definitiv schöne Neuerung. Und was sich hier hinter verbergen wird und wie es in dieser Piratenhöhle weitergeht, das finden wir im nächsten Part heraus von Paper Mario 2, die Legende vom Äonentor. Ciao.